Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Conan Exiles Age of Heroes. Wie ich euch ja in einem meiner letzten Videos schon gesagt habe, gibt es in Zukunft bei der Purge auch Handwerker zu finden. Ich habe für euch alle einzelnen Stufen der Purge durchgemacht und kann euch jetzt berichten, was bei welcher Stufe rauskam und welche sich am meisten lohnt. Von Stufe 1 bis Stufe 4 haben wir tatsächlich niemanden Benahmten in der Purge mit dabei gehabt. Wir hatten zwar mal einen Kämpfer 3 und einen Schmelzer 2, aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir alle wollen. Ab Stufe 5 habe ich dann den ersten benahmten Träger rausbekommen. Bei Stufe 6 war es dann ein benahmter Tänzer und auch ein benahmter Träger. Bei Stufe 7, bei der wir ja dann auch schon 5 Käfige zur Verfügung haben, war es ein bisschen enttäuschend, denn da kam nur ein benahmter Kämpfer raus und der Rest waren alles Zweier oder Dreier. Bei Stufe 8 jedoch habe ich tatsächlich immer etwas Benahmtes bekommen. Einmal einen Zimmermann, dann einen Träger, einen Schmied, die oft dabei sind, natürlich aber auch Bogenschützen, Barkeeper, Zimmermänner und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach lohnt sich also die Purge tatsächlich erst ab Stufe 8, denn hier war wirklich immer was Benahmtes dabei und kein normaler Kämpfer etc. mehr. Falls ihr euch mit den Purges generell nicht auskennen solltet, kann ich euch natürlich auch hierzu gerne mal ein Video machen. Schreibt mir dafür einfach einen kleinen Kommentar in die Kommentare. Aber gucken wir uns doch mal an, was die Stufe 10 uns an Kämpfern und Handwerkern so gebracht hat. Wir haben hier einmal Hans den Rohling. Er ist ein Fahrer. Ja, ich weiß, die Übersetzung ist manchmal wirklich witzig. Wenn wir jetzt mal hier in seine Stats schauen, dann sehen wir, er hat 1661 an Gesundheit. Ist nicht recht viel, ist in Ordnung, würde ich sagen. Hier haben wir Dalinsia Schneejäger, die kennen wir alle bereits. Sie hat 2745 Gesundheit. Dann haben wir hier einen Künstler, einen Barkeeper bekommen. Den brauchen wir uns nicht anschauen, denn der will uns sonst wieder nur zutexten. Dann haben wir Anja der Derwisch, die Bogenschützin. Und sie ist der absolute Hammer, denn sie hat tatsächlich eine Gesundheit von 3660 auf Stufe 0. Die sind übrigens alle Stufe 0. Und hier haben wir Bragoras, den Bäcker, den wir auch kennen. Der hat 1487. Ja, ich denke, je nachdem, welche Stufe wir an Purge machen, dementsprechend bekommen wir natürlich auch umso bessere Handwerker und Kämpfer. Wie ich euch ja bereits schon gesagt hatte, lohnt sich die Purge meiner Meinung nach ab Stufe 7. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht rausbekommen habe bei all den Purge-Versuchen, war ein Alchemist. Vielleicht braucht man da einfach ein bisschen Glück. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ein bisschen informativ für euch war. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann schreibt sie natürlich gerne in die Kommentare und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt und Bock drauf habt. Übrigens, wenn ihr die beiden QR-Codes scannt, dann kommt ihr zu mir auf den Discord. Hier haben wir auch unseren eigenen Conan-Server, falls jemand Bock hat, mitzumachen. In dem Sinne, Leute, viel Spaß euch noch und einen schönen Abend. Bye!